Die Weihnachtsfrau möchte sich heute einen alternativen Adventskranz bauen. Sie nimmt ein Plastiklineal oder ein paar Mundspachtel, klebt sie der Länge nach zusammen. Und legt den so erhaltenen Steg auf ein großes, rundes Wassergefäß. Nun stellt sie ein Teelicht ohne die Ummantelung obendrauf. Tipp: Wiederholt das Experiment ruhig mehrmals, um ein eindeutiges Ergebnis zu erhalten. Zur Sicherheit sollte das Experiment nur in Anwesenheit von Erwachsenen durchgeführt werden. Habt etwas Geduld, es kann 10 bis 15 Minuten dauern, bis das Teelicht tropft. Stellt das Teelicht so auf, dass der etwas gekrümmte Docht vom Steg wegzeigt. Was passiert, wenn das Wachs ins Wasser tropft? A. Es bildet sich ein Tannenbaum unter Wasser, ähnlich den Strukturen in einer Tropfsteinhöhle. B. Das Wachs sinkt zu Boden und bildet am Boden des Glases Muster. C. Das Wachs schwimmt auf der Wasseroberfläche und bildet muschelähnliche oder lange Muster. D. Ihr hört Zischgeräusche. Die Wachstropfen bilden im Wasser Kugeln und sinken zu Boden. Okay.